So, hallo ihr Lieben. Ich habe in meinem Winterurlaub so ein bisschen unterschiedliche Sachen ausprobiert und so ein bisschen mit unterschiedlichen Sachen rumhantiert. Unter anderem eben auch mit dieser Modelliermasse vom Action. Habe da draußen so ein bisschen Sachen gemacht. Wer das Shop-Update sich schon angeschaut hat, der weiß es auch schon, der hat es auch schon gesehen. Für alle anderen zeige ich es gleich hier nochmal. Wir machen ein kleines Tutorial auch noch draus, das aber dann erst später. Ich zeige euch jetzt erstmal, weil ich immer mal gefragt werde, wie ich eigentlich zum Basteln gekommen bin und womit ich angefangen habe, zeige ich euch mal wirklich meine allererste Bastelsache. Also mein allererstes Werkstück, das ich gebastelt habe. Und zwar weiß ich das noch wie gestern. Es war 2012. Ich hatte 2012 einen Bandscheibenvorfall oder 2011 und 2000, also so Jahresende, ist völlig bubi und war eben an zu Hause gefesselt, so weitgehend, sage ich jetzt mal. Und habe mir dann tatsächlich so ein Probepack Fimo, richtiges Fimo gekauft, wo so kleine Päckchen nur drin waren, also ähnlich wie jetzt eben das hier von Action, und habe mit Fimo basteln angefangen und habe damals so die Videos von das Warntier vom Kanal Fimo Tinker, die hat damals auch noch ganz, ganz viel mit Fimo gemacht, Fimo Tinker, ne? Und auch von Angelas Fimo. Das waren so die zwei Kanäle, die ich mir eigentlich immer angeguckt habe und fand es immer mega cool. Ich weiß nicht, ob Becky Lemon, also da schon, ob ich da auch schon war, aber die habe ich dann auch gesuchtet mit und habe mir immer die Videos angeguckt und habe mir gedacht, boah, mega. Und ich zeige euch jetzt mal wirklich das allererste Stück, was ich aus Fimo gemacht habe und wodurch ich eigentlich dann zum Basteln gekommen bin und wie sich das dann eigentlich alles entwickelt hat. Und zwar ist das dieses Teil. Ist es nicht süß? Guckt mal. Das ist eine Holzkiste. Die hatte ich dann stümperhaft mit vorhandener Farbe von meinem Männchen. Da waren wir auch noch nicht hier gewohnt. Das ist also unglaublich lang her für mich. Diese Holzkiste habe ich eben verziert. Eben hier außen drauf mit dieser Tür. Unglaublich stümperhaft. Guckt mal, hier fehlen auch schon ein paar Röschen. Hier waren noch so Röschen wie hier oben draufgeklebt. Aber die sind wahrscheinlich beim Umzug oder bei irgendwas mal abgebrochen. Es ist ja jetzt auch schon uralt. Es ist auch schon äußerst vergilbt und staubig und hast du nicht gesehen. Und da habe ich diese Box einfach verziert mit eben dieser Tür. Und als ich damit fertig war, wie das aussieht, oder Leute, krass, furchtbar. Also ich bin jetzt auch nicht im Modellieren, nicht die allerbesteste. Und ich zeige euch auch noch ein paar Sachen, die ich dann danach noch gemacht habe. Aber das ist schon krass. Aber ich werde es nie wegwerfen können, weil es wirklich mein allererstes Stück ist, das ich jemals gebastelt habe. Also was heißt jemals, ne? So als Kinder halt mit Mami oder im Kindergarten oder so, schon immer kreativ gewesen. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, was mein erstes Stück war, was ich jemals gebastelt habe, dann, also so bevor ich selbst angefangen habe mit dem ganzen Zeug, was ich jetzt noch aufgebaut habe, dann war es diese Kiste gewesen. Und zwar dieses Äußere von dieser Kiste. Und habe sie dann, oh Gott, ich bin fast ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst, was sie dazu sagt. Also ich weiß selber, dass es unglaublich furchtbar aussieht, aber jetzt passt auf, was man dann innen noch findet. Das habe ich dann so weitergemacht. Wie schon gesagt, das waren halt einfach, das Grau habe ich mir noch extra dazu gekauft, dieses Glitzergrau hatte ich mir noch extra dazu gekauft und ansonsten eben waren es einfach die Farben, die hier in diesem Probepack Fimo drin waren. Und da habe ich eben so eine kleine Szene reingemacht. So einen kleinen Zauberer, der hier einen Hexenhut auf hat. Ich hoffe, man kann es so ein bisschen erkennen. Und dann hat er hier ein Tischchen bekommen mit ganz vielen Flaschen und Zauberzubehör eben. Hier hinten stehen noch Zauberbücher, hier unten stehen auch nochmal Zauberbücher. Ne? Hier hinten, ganz in der Ecke, ich weiß nicht, ob man den jetzt so ein bisschen erkennt hier jetzt. Ne? Da steht sein Besen und hier hat er noch einen Mörser mit so einem kleinen Mörserstößel eben auch noch dazu. Ja, und das ist mein allererstes Teil. Hier liegt die Katze oben auf dem Dings, auf dem Kamin. Ne? Hier unten sowas wie ein Totenschädel und ihr eben auch nochmal Zauberbücher. Ja, das war so das allererste, was ich jemals gebastelt habe. 2012 tatsächlich. Krass, oder? Aber ich werde es nicht wegschmeißen können. Hier habe ich dann mit Acrylfarbe angemalt. Ne? Also hier einfach ein Feuerchen reingemalt. Hast du nicht gesehen, ja. Das war so das allererste, was ich jemals gebastelt habe. Und dann zeige ich euch noch zwei Sachen. Zum einen habe ich hier dann mich in Püppis versucht, ne?
Und dann habe ich die natürlich nur in Anführungszeichen zweidimensional gemacht, tatsächlich. Ne? Also die war hinten einfach platt, also hinten nicht ausdekoriert, und habe dann dazu hier so eine kleine Karte gebastelt und habe die dann mit Heißkleber draufgeklebt. Hier die Haare. Es sieht so ein bisschen Voodoo-mäßig aus. Das war aber also so dem geschuldet, dass ich einfach keine Gesichter modellieren konnte oder auch nicht malen konnte. Und dann habe ich die eben so hier den, also zugeklebt und habe die so ein bisschen auf Voodoo gemacht. Ne? Und die Augen einfach nur wie bei Coraline. Also wenn es noch Knöpfe wären, wäre es wie bei Coraline. Genau, das war mein erstes Püppi, das ich jemals gemacht habe. Ich, wenn ich jetzt hier so ins Licht reinschaue und mir die ganzen Fingerabdrücke drauf anschaue, furchtbar, oder? Ganz schlimm. Ja, das war also mein erstes Püppi, das ich aus Fimo gemacht hatte. Und dann habe ich hier noch, das hatte schon mal irgendjemand, also ich hatte es schon mal in irgendeinem Video angesprochen, und jemand hatte gesagt, er möchte es gern mal sehen. Und dann habe ich hier noch einen Schach gemacht für das Männchen damals aus lauter kleinen Zwergen und Wichteln. Ach Gott, wie stümperhaft, Leute. Also das hier sind die Wichtel per se, ne? Also überhaupt diese kleinen Wichtelchen aus Fimo gemacht. Das ist einmal hier nachtleuchtend, die Mützen nachtleuchtend, und einmal sind schwarze Mützchen. Das sind eben jetzt fürs Schachspiel die ganzen Bauern. Na, hier, also das sind, die kann man dann hier oben so schön anfassen und kann hier setzen, ziehen. Also das sind die Bauernwichtel. Und dann habe ich eben logischerweise 8 weiße Bauern und 8 schwarze Bauern. Wo ist denn mein schwarzer Bauer? Hier, also das ist ein komplettes Schachspiel. Das waren eben so die Anfänge, ne? Also hier ist noch so ein schwarzer Wichtel, das sind eben die Bauern. Und dann musste ich natürlich die vernünftigen, also die Zusatzfiguren auch noch machen. Dann ist das hier der Läufer geworden. Der hat hier so Sprungfedern oder so Lauffedern, hatte ich immer gedacht, ne? So als Läufer. Ich hätte auch große Schuhe machen können. Also das ist der weiße Läufer. Dann braucht es natürlich bei jedem Schach einen Turm. Das heißt, der hat hier einen Turm bekommen. Ich hatte eben dieses graue Granit, ist das, glaube ich. Granitfimo hatte ich mir eben mitgekauft. Ja, und dann sitzt eben hier so ein kleiner Wichtelzwerg eben auf so einem Turm drauf. Dann super, ha? Guckt mal, mein Pferd, also der Springer beim Dings hier, beim Schach. Das war mein Pferd. Oh Gott, guckt mal. Krass, das, also was man so gemacht hat, also das sind die Pferde, dann haben wir hier den König mit der Krone, da hatte ich die Charms dazu, zufällig, 2 Charms, 2 Kronen-Charms, das ist, da fehlen schon die Füße, also die Zehen, die liegen bestimmt hier irgendwo in dieser Kiste, die liegen schon seit, also immer in dieser Kiste drin. Also das hier ist der König mit der Krone logischerweise, den gibt es auch natürlich noch in Schwarz, also es gibt alles in Schwarz und in Weiß. Dann haben wir hier die Dame in Schwarz, ne? Die hat hier so eine kleine Schleife aufbekommen, dass man eben sieht, dass es die Dame ist mit ihren riesen Füßen, Kloppifüßen. Hier ist noch das, noch ein, also man braucht es ja, ne? 64 Figuren, nee, Quatsch, Lüge, 32 Figürchen. Also hier sind die 2 schwarzen Pferde noch, hier ist noch ein weißes Pferd. Was haben wir dann noch? Die weiße Dame. Irgendwas fehlt doch noch von den. Nee, eigentlich müsste es sein. Naja, auf jeden Fall ist das hier so mein Schach. Ne? Hier die Türme, die weißen Türme. Hier ist nochmal so ein weißer Turm. Und alle haben eben, ne, diese 5 Zehen eigentlich oder 10 Zehen ja ranbekommen. Also es sind ja nur Füße. Wenn mal jemand Bock drauf hat, dass wir mal so einen Wichtel miteinander machen, die gehen ja wirklich ratzefatze, kann er mir das auch gerne mal schreiben. In die Kommentare schreiben, dann können wir mal so Wichtelchen miteinander machen. Hier ist nochmal so ein, der steht schon gar nicht richtig. Guckt mal, wie furchtbar, oder? Da müsste man nochmal nacharbeiten. Ja, auf jeden Fall. Und hier die ganzen Bauern. Hier liegen die 10 wahrscheinlich von dem Dings, von dem König noch rum. Das sind noch die 10, ein oder nur 2 kleine Kügelchen miteinander. Ja, furchtbar, ne? Also die Wichtelchen selber sind ja ganz süß. Aber das waren so meine Anfänge, wie ich zum Basteln gekommen bin. Es hatte ja jemand mal gesagt, dass es jemanden interessiert. Und hier seht ihr jetzt mal die Anfänge. Ich räume euch das jetzt mal schnell weg und dann zeige ich euch auch mal, weswegen ich mich heute eigentlich bei euch gemeldet habe. So, und dann zeige ich euch mal, weswegen ich mich heute überhaupt bei euch melde. Und zwar habe ich eben aus dieser Modelliermasse vom Action kleine Anhängerchen gemacht. Wer das Shop-Update schon gesehen hat, der kennt sie auch schon. Das sind diese kleinen Plakettenanhängerchen hier.
mit Gebamsel unten dran und nochmal einer kleinen Plakette. Ne? Also hier ist so eine größere Plakette und hier unten ist nochmal so eine kleine Plakette Farb in der gleichen Farbe dran und einfach ein paar Glasperlchen und ein bisschen einen Charme dran gehängt und oben einen großen Karabiner. Und da habe ich so ein paar eben in Regenbogenfarben gemacht. Das passt zum Shop-Update. Das hat ja momentan das Thema Regenbogen und Valentinstag und von dem her hat es eben schön dazu gepasst. Und wie schon gesagt, ich wollte einfach ein bisschen mit dieser Modelliermasse rumhantieren und wie ich die gemacht habe, das zeige ich euch jetzt mal. So, was brauche ich dazu oder was brauchen wir dazu? Was habe ich dazu verwendet? Was ich eigentlich immer, also ich mache eben Fimo oder so Modelliermassen Sachen immer gerne auf so ein Stück Folie, so ein Stück transparenter Folie, das eben, also da bleibt es zwar auch dran kleben, aber ich kann es schön wieder ablösen. Also ich, ne, modelliere eben gerne da so drauf, sage ich jetzt mal. Dann brauchen wir natürlich Modelliermasse. Ich habe uns jetzt hier schon mal ein Stückchen von diesem echt von dieser Modelliermasse abgeschnitten. Und zwar habe ich für die Plaketten, ihr seht es hier auch, habe ich für die Plaketten immer ein Teil oder eine so eine Bahn neben dieser Mittelbahn verwendet. Also ich habe quasi hier abgeschnitten. Also das Stückchen hier unten habe ich verwendet. Das hat für mich immer schön gepasst. Das hat von der Menge immer schön ausgereicht. Ich habe uns jetzt hier von dem Blau schon mal ein Stückchen abgeschnitten. Und habe es schon mal weich geknetet. Ihr müsst wirklich darauf achten, dass ihr diese Modelliermasse richtig, richtig schön weich knetet. Wenn ihr das nicht richtig schön durchgeknetet habt, dass es richtig schön weich ist überall, dann kann es passieren, dass euch das beim Backen reißt. Ne? Also dass das dann Risse gibt und sich halt auch nicht schön verarbeiten lässt. Ne? Also nicht schön stempeln lässt. Wir machen das ja jetzt mit Stempeln. Genau, also ich habe mir hier so ein Stückchen Modelliermasse eben schon mal durchgeknetet, weich geknetet. Und verwendet habe ich dafür diese Stempel, diese Holzstempel, die hatte ich mal von BB Craft bekommen, also in der Kooperation von BB Craft. Wahrscheinlich wird es auch ein Kooperationsvideo, vielleicht deklariere ich es als Kooperationsvideo. Das waren diese 6 Stempelchen. Ich hatte dazu auch noch Stempelkissen bekommen, aber Leute, ganz ehrlich, diese Stempelkissen sind nicht wirklich ratsam. Also wenn jemand sich da mal damit befassen möchte, ich zeige euch vielleicht auch mal, ich habe sie mal versucht abzustempeln, wartet mal. Also das hier sind die Stempelkissen, die eben da bei diesen Stempeln dabei waren. Eigentlich prinzipiell schöne Farben, wirklich schöne Farbauswahl. Aber ich habe sie wirklich, als sie frisch waren, mal abgestempelt. Das Papier liegt jetzt schon ein bisschen länger, deshalb sieht es so ein bisschen zerknautscht aus. Und manche sind auch wirklich schön feucht, aber manche sind halt auch in Verwendung mit diesen Stempeln. Also verwendet habe ich nur diesen Stempel, deshalb ist der jetzt auch schon angeschmiert. Das lässt sich wirklich nicht so prickelnd abstempeln, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Also das ist jetzt, die Farben sind schön. Und wenn man es zum Distressen nimmt, vielleicht für die Ränder, so zum Einfärben, dann mag das auch gehen. Aber zum Stempeln selber sind diese Stempelkissen eigentlich jetzt nicht so zuverlässig, möchte ich mal dazu sagen. Also das mal zu diesen Stempeln und Stempelkissen. Die Stempel selber muss man auch dazu sagen, hier sieht man es auch schon, die lösen sich oft von dem Holzklötzchen ab und wölben sich auch so ein bisschen nach innen. Also ne, wenn das sich hier so ablöst, dann sind die in der Mitte so eher ein bisschen vertieft und dann habt ihr nicht einen vollflächigen schönen Abdruck. Ne? Also da ein bisschen aufpassen. Sie werden auch, ich meine, es ist Gummi, ne? Sie werden hart mit der Zeit und sie sind jetzt auch wirklich schon relativ fest. Also ob es jetzt mit einem normalen Stempelkissen noch funktioniert, möchte ich jetzt auch gar nicht ausprobieren. Wir verwenden das jetzt eben für diese Plakettenanhänger. Dafür sind sie eigentlich ganz gut, weil sie eben ein bisschen härter sind. Aber halt auch trotzdem aufpassen, schön festdrücken oder wie auch immer. Wenn ihr andere Stempel habt, dann ist das ja nicht das Problem. Ich hatte mir hier auch noch rausgesucht, das sind 2 Stempel gewesen, die hatte ich, glaube ich, mal in irgendeiner Wühlkiste gefunden oder so. Auch Gummistempel, die funktionieren übrigens auch. Habe ich zwar jetzt also nur mal probeweise ausprobiert, noch nichts damit gebacken, also so fertig gebacken, aber funktionieren auch. Wir machen das jetzt aber mal, wie ich eben diese Plaketten gemacht habe. Geht ja ratzefatze. Wir nehmen uns, wie schon gesagt, das Stückchen Fimo. Ich teile mir das jetzt so nach Sicht ungefähr 2 Drittel, 1 Drittel auf, weil ich ja unten dann diese kleine Plakette noch dran haben möchte. Also ne, 2 Drittel von dem, was wir uns jetzt hier weich geknetet haben, für die große Plakette oben und 1 Drittel ungefähr unten. Das ist fast ein bisschen viel für oben, für unten. Und
richtig, richtig schön durchkneten. Also wirklich weich durchkneten, ne? Also dass es einfach geht. Ne? Also das zieht sich dann ja auch irgendwann, dass es also ordentlich weich ist. Und dann forme ich mir als erstes mal hier so in der Hand eine Kugel draus. Das ist eher ein Ei. Können wir für Ostern was damit machen. Und nehme mir dann die Kugel und drück sie mir, wir zoomen uns halt irgendeinen Stempel mal aus, und drück sie mir mit dem Stempel, mit der Rückseite von dem Stempel schon mal so ein bisschen platt. Ne? Also wir brauchen ja ungefähr die Größe, also wenn wir uns das hier mal so anschauen, es ist jetzt nicht so viel außenrum, ne? Also nicht so viel Rand noch, es ist eigentlich nur das Stempelmotiv. Bei der hellgrünen ist es ein bisschen breiter geworden, ne? Also da ist es so ein bisschen breiterer Rand außenrum, aber prinzipiell wollen wir nur die Größe von dem Stempelmotiv. Also drücken wir uns da schon mal das so ein bisschen mit dem Stempel platt, also mit der Rückseite platt. Und ich forme mir das jetzt mit den Fingern tatsächlich. Also ihr könnt es auch ausrollen auf die Größe, dann habt ihr es halt ganz ordentlich rund, oder ihr könnt es euch auch ausstechen, dass wenn ihr einen runden Ausstecher habt, in der Größe oder zurechtschneiden, ne? Aber ich mache das tatsächlich jetzt hier mit den Händen, weil ich das eigentlich ganz schön finde, wenn es nicht gar so gleichmäßig ist. Also von der Dicke her schon. Das liegt einfach daran, dass es dann eben gleichmäßig durchbackt in einer gewissen Zeit. Aber prinzipiell darf das mal hier eine Kante haben und hier mal ein Eck haben. Also ein Eck, ne? Ein rundes Eck. Also es ist nicht gleichmäßig, falls ihr das hier seht, ne? Also es ist nicht hundertprozentig rund. Hier, ne? Ist mal hier ein bisschen eine dickere Wulst. Aber ich finde das gerade schön, weil es halt einfach handmade ist. Und nehme mir das jetzt und schaue dann immer, ob ich dann das Stempelmotiv schon ordentlich drauf bekomme. Und wenn nicht, dann knetsche ich eben noch so ein bisschen in die Breite. Und dann forme ich mir so eben jetzt den oberen Teil meiner Plakette oder die große Plakette. Und lege mir das immer wieder mal drauf und schaue dann nach, okay, es passt jetzt einigermaßen. Na, also es würde jetzt das ganze Stempelmotiv drauf passen. Ein bisschen vielleicht noch, dass so ein bisschen Rand entsteht, Rand besteht. Und dann lege ich mir das auf das Stempelmotiv. Ihr müsst hier auch ein bisschen aufpassen, bei dem geht es einigermaßen. Bei welchem war denn der Versatz da so drin? Bei dem hier, glaube ich, ist es mir so ganz besonders aufgefallen. Oder bei dem hier. Genau, also bei den beiden müsst ihr ein bisschen aufpassen, oder müsst, also halt überhaupt bei den Stempeln. Da ist jetzt hier zum Beispiel, haben wir 2 mm Rand und hier haben wir 4 mm Rand. Na, also da ist das Stempelmotiv. Moment bitte. So, sorry, da hat mich das Männchen ganz kurz gebraucht. Bei uns ist heute riesiges Schneechaos. Unglaublich, was hier los ist. Ganz andere Geschichte, vielleicht im Blockenteil dazu. Wir waren hier bei der Plakette, denke ich. Ne? Also wir machen uns das eben so. Ich hatte gesagt, genau, ihr müsst eben aufpassen, weil eben hier sieht man es ganz gut, der Fasssatz hier, ne? Also die sind nicht immer komplett mittig, diese Stempelabdrücke. Und da halt dann deswegen ein bisschen drauf aufpassen. Mir ist es jetzt prinzipiell mal egal, welchen das wir nehmen. Wir nehmen uns eben den Stempel. Ich mache es dann jetzt so. Ich nehme mir den Stempel in die Hand und lege mir das so aufs Stempelmotiv, dass es überall einigermaßen gleichmäßig drauf ist, und lege es mir erst eben drauf und drückst dann mit den Fingern leicht ins Stempelmotiv rein. Also nicht gleich hier, ne, auf der Folie oder auf eurem Brettchen, sondern erst so mit den Händen und vor allem so in der Mitte ein bisschen, weil sich die eben, diese Gummis eben ein bisschen wölben, und dann kommt ihr nicht mit dem Stempel bis in die Mitte rein. Und wenn ihr es so ein bisschen angedrückt habt, dann vorsichtig, also nicht hier mit voller Wucht, sondern vorsichtig so ein bisschen nippeln. Und den Stempelabdruck eben noch vertiefen. Und dann vorsichtig ablösen. Und schon habt ihr so eine schöne Plakette hier fertig gemacht. Guck mal. Na, also habt ihr dieses Stempelmotiv eben auf dieses Fimo übertragen. Jetzt machen wir noch die kleine Plakette für unten dran. Dann nehmen wir uns das andere Stückchen Fimo hier und machen eigentlich prinzipiell genau das Gleiche. So. Dann haben wir hier wieder unser Kügelchen und dann machen wir das gleiche wieder wie vorhin. Wir drücken es uns so ein bisschen platt, ne, dass wir so ein bisschen schon, also so ein bisschen dünner schon geworden sind, und arbeiten dann jetzt wieder mit den Fingern nach. Wir nehmen uns jetzt vom Stempelabdruck hier nur dieses mittlere Teil, ne? Also ihr habt ja jetzt hier noch so den Kreis außenrum in der Mitte, und nur das möchte ich jetzt irgendwie in diese Plakette reinbringen. Mal gucken, ob das so funktioniert. Also wie schon gesagt, hier erstmal so ein bisschen hantieren. Noch mal drauflegen. Bissi brauchen wir noch.
Es macht ja auch nichts, wenn von dem äußeren Stempelmotiv dann so ein bisschen mit abgedrückt wird, aber prinzipiell wollen wir halt nur dieses Innenleben haben. So, jetzt müsste es doch eigentlich schon fast reichen. Ja. Schön gucken. Und dann auch hier, ne? Vor allem hier eben durch das Drücken lieber die Plakette so ein bisschen kleiner machen, weil durch das Drücken mit dem Stempel wird es ja dann noch ein bisschen breiter und dann vorsichtig abnehmen. Und dann haben wir hier in der Mitte eben diese Plakette, nur dieses Mittelteil. Ich bin heute mit der Kamera voll bekloppt. Ich habe den Zoom ein bisschen anders eingestellt. So, und dann haben wir eigentlich schon unsere zwei Plaketten. Lochen, also Löcher reinmachen, dass wir es eben anbamseln können. Dann müsst ihr dann halt entscheiden, ob ihr es nur so, also nur das Teil selber aufhängen wollt oder ob ihr es verbinden wollt. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Ich habe hier so ein bisschen Probleme gehabt oder was heißt Probleme? Ich habe es halt anders gelöst. Ich hatte noch so Dreiecken oder ich habe so Dreiecken, die man eben so zum Anbamseln nehmen kann. Die sind ein bisschen tiefer als ein normaler Biegering, ne? Also bei denen habe ich eben jetzt hier Plaketten genommen. Bei den anderen habe ich es mit starken Biegeringen geschafft. Also aufpassen, wenn ihr jetzt hier locht oder euren Pin macht, also euer Loch macht, dass ihr eben nicht zu weit nach innen rutscht, dass ihr halt dann mit den Biegeringen auch noch rankommt oder durchkommt, ne? Also dass eben der Abstand vom Rand hier reinwärts eben nicht zu groß ist. Und dann nehme ich mir jetzt hier von diesem 3D-Painting, nee, 5D-Painting, wie heißt denn das? Dingensgedöns, wisst, was das ist, nehme ich mir jetzt diesen Dingsdebums, diesen Stiel, diesen Stift und steche hier einfach rein, ne, und unten auch nochmal. Also versuchen, dass man hier so ein bisschen auf einer Achse ist, dass es so ein bisschen übereinander liegt und dann eben hier unten auch nochmal. Ne? Dann könnt ihr euch noch so ein bisschen zurecht drücken und dann bei dem anderen brauchen wir ja nur ein Loch, weil ich es ja unten ranbamsel, ranbamsel. Genau. Und dann haben wir das schon fertig. Prinzipiell. Guck mal. Ja. Was ich jetzt hier bei den anderen noch gemacht habe, vielleicht sieht man es so ein bisschen, am besten sieht man es am blauen. Ich habe mit meinen Metallic-Pigmenten so ein bisschen rumhantiert. Ne? Also das sind hier so Metallic-Pigmente, die sind eigentlich fürs UV-Harz und habe das alles noch eingestrichen damit vor dem Backen. Ne? Also ich weiß nicht, ob man den, doch, man sieht den Glanz zumindest so ein bisschen. Und das hier, das sind so Fimo-Pigmente. Also dieses, da habe ich nur Bronze und Silber, nee, Kupfer und Silber. Auf dem Weiß hier, das ist eben dieses Bronzefarben und dann habe ich hier noch so Silber, das sind einfach diese Pülverchen von Fimo direkt selber und habe das hier, sind aber alles so diese Pulverpigmente, die ich in Metallic habe. Das ist hier das Goldene auf dem Gelb, ne? Man sieht halt einfach diesen wunderschönen Schein. Da ist das Grüne drauf, auf dem Grünen tatsächlich habe ich grünes Pigment drauf gemacht. Wir können es ja mal miteinander machen. Ich suche mir fürs Blaue jetzt einfach, ich habe das in Blau, in Grün, in Rot, in Gold und in Lila. Gab es auch mal in der Wundertüte. Ich nehme mir jetzt logischerweise für das Blaue mal das blaue Pigment. Ah, Pigmentarbeiten macht auch immer unglaubliche Sauerei. War das jetzt das Richtige? Nee, das ist doch das Falsche. Das ist doch das Grün. Hier, Pigmente. Mit Pigmenten arbeiten macht immer schönste Sauerei. Genau. Na, also es ist eigentlich hier so nur ein weißes Pülverchen, aber es hat eben diesen blauen Schimmer. Und nehme mir dann ein Pinselchen dazu und gehe dann einfach, ich mache mal nur die kleine oder nur die große und dann schauen wir uns mal den Unterschied an. Also momentan sieht es halt einfach noch so ein bisschen aus wie, Und dann gehe ich einfach mit meinem Pigment hier drüber, ne? Hier so, dass das eben diesen blauen Schimmer kriegt. Jetzt schauen wir mal, ob wir da den Unterschied schön erkennen, jetzt wo wir es so nebeneinander haben. Ich habe bei den anderen Plaketten, die ich eben da schon gebacken und fertig gemacht habe, habe ich natürlich auch die Ränder und die Rückseite gemacht. Aber ich denke, man kann den Unterschied jetzt so ein bisschen erkennen. Ne? Das sieht einfach geil aus. Ich finde dieses Metallic einfach wunderschön. Ja, ich denke, ihr könnt es gut erkennen. Ne? Genau, das mache ich vor dem Backen. Oder habe ich vor dem Backen gemacht und dann eben nach dem Backen schön auskühlen lassen und noch Gebamsel dran gemacht. Wofür ihr es jetzt dann verwendet oder was ihr auch immer damit macht, bleibt ja euch überlassen, ob ihr euch Schlüsselanhänger draus macht, ob ihr euch Gebamsel für Alben draus macht oder ne, was auch immer.
Ich würde es vielleicht nicht als richtigen Schlüsselanhänger nehmen. Das würde ich vielleicht nicht machen, weil ich zu viel Angst hätte, dass mir erstens die Glasperlen kaputt gehen oder die Plaketten selber kaputt gehen. Da würde ich es vielleicht eher so als Gebamsel für ein schönes Album oder sonst irgendwas. Da passt es doch richtig schön dazu. Ja, genau. Das ist eben jetzt der grüne und den haben wir jetzt miteinander gemacht. Schön, ne? Also ich finde sie ganz schön, ist einfach mal was anderes. Geht ratzefatze super schnell. Bevor Fragen aufkommen, ob es auch mit Clearstems funktioniert. Ich habe es mal ausprobiert, ich habe sie noch hier liegen. Das ist so meine kleine Gruschkiste. Ich habe es mal ausprobiert. Es funktioniert, aber ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, weil halt Clearstems trotzdem weicher sind als diese Gummistempel. Oh, ich muss mal hier das Pigment schnell zumachen. Weil halt diese Clearstems weicher sind als diese Gummistempel. Und ja, da müsst ihr halt mit dem Abdruck ein bisschen aufpassen. Aber es funktioniert prinzipiell. Also bei mir hat es funktioniert. Ich habe es halt jetzt mal so gemacht. Genau. So, ihr Lieben, ich glaube, es war schon alles, was ich euch sagen wollte. Was ich euch zeigen wollte. Wie schon gesagt, die Teile sind jetzt schon im Shop. Ob ich das noch fertig kriege, ich glaube nein, in der nächsten Zeit. Ich habe hier hinten, wartet mal, ich zeige euch mal, wie ich sowas dann aufbewahre, bis ich es eben backe. Ich habe mir hier so eine Aktenhülle genommen, ne? Also so eine Aktenmappe und habe mir hier schon Backpapier einfach reingelegt und leg das dann jetzt hier, bis ich das nächste Mal den Backofen eben anschmeiße, lege ich das mir hier drauf zum Warten. Ich habe hier mal eine ganz dünne noch gemacht, vorhin aus Grün, guckt mal. Die habe ich noch nicht weiter bearbeitet und habe da mal nur so Teilabdrücke reingemacht. Was ihr da ja auch damit machen könnt, wenn ihr es jetzt zum Beispiel nicht locht, wenn ihr das jetzt so lassen würdet, so als Embellishment-Grundlage, ne? Also das ist jetzt viel, viel dünner als das andere, als das, was wir gerade miteinander gemacht haben. Und dann halt einfach als Embellishment-Auflage und als Sticker eben machen, ne? Gebacken oder backen und oder vorm Backen auch noch Glitzersteinchen reingedrückt oder wie auch immer. Und dann könnte man da auch ein kleines Schleifchen noch rankleben oder sonst irgendwas. Könnte man das eben auch als Verzierung für Cover oder sonst irgendwas für Mini-Alben zum Beispiel nehmen. Ja. Leute, das war's schon. Also mehr wollte ich gar nicht von euch. Danke, dass ihr euch mein Gebrabbel am Anfang angehört habt, weil, falls ihr nicht weitergespult habt, aber den einen oder anderen hat es ja schon mal interessiert, mit was ich das Basteln angefangen habe. Es war tatsächlich Fimo und es waren tatsächlich diese Sachen. Ja, dieses hier. Echt, ich werde es nie wegwerfen können. Es ist furchtbar, ich zeige es euch nochmal, aber ich werde es wahrscheinlich nicht wegwerfen können. Ganz schlimm, ganz furchtbar. Na gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wer es nachbastelt, gerne, ne, immer Kommentare oder Instagram. Vielleicht schaffen wir es ja in 2021 auch mal, die Facebook-Gruppe wieder so ein bisschen aufleben zu lassen. Da wäre es vielleicht mal interessant, wenn jemand noch da ist, wenn jemand noch mein Gebrabbel hört, wenn ihr mir da vielleicht mal Feedback geben würdet, ob ihr überhaupt noch auf Facebook seid, ob ihr das schon eingestellt habt und ob euch das interessieren würde, dass wir uns da eben so in der Community ein bisschen anders unterhalten könnten. Also falls es da jemanden interessiert, dass ihr die wieder ein bisschen aufleben lassen, die Facebook-Gruppe, die Miss Daisy-Gruppe oder neue gründen, da wäre es ganz cool, wenn ihr mir mal Bescheid geben könntet. Ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Kopf hoch und Füße bei auf den Boden.